Servus meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es zu Artikel 13 Demo nach Innsbruck und da nehme ich euch mit. Leute, ich bin jetzt am Bahnhof, es geht jetzt nach Innsbruck. Ich musste mich zwar gerade mega ärgern, weil ich konnte das Ticket, was ich immer kaufe, nicht kaufen. Und ja, ist ja egal. Ja, ich befinde mich jetzt in Innsbruck. Es geht jetzt direkt zur Anna-Säule, wo noch ein paar Flyer vor der Demo verteilt werden. Leute, ich befinde mich jetzt an der Anna-Säule in Innsbruck und gleich geht's los mit der Demo. Ich werde natürlich richtig coole Aufnahmen davon machen, die ich euch dann zeige. Ich bin jetzt extra aus Bregenz herkommen, damit ich körig gegen Axel Fotz demonstrieren kann. Also für ein freies Internet und eben ja, damit wir nicht ganz gefickt werden durch die EU. Also. Gegen Artikel 11. Und uns ist ja wurscht, wie der Artikel heißt, wenn jetzt die EU-Wort, jetzt heißt er plötzlich 17, dann sind wir trotzdem dagegen. Also macht's mit. Leute, ich schwör's euch, es ist der Wahnsinn, wie viele Leute gekommen sind. Ich hätte nie damit gerechnet, dass in Innsbruck so viele Leute kommen, aber es ist elendlich geil, wirklich. Es ist großartig und wenn ihr so gut, so vernetzt und so kooperativ weiterarbeitet, dann werden sich manche wirklich noch wundern, was alles geht, wenn sich Leute zusammentun und für Freiheit, für Meinungsfreiheit, für Demokratie und für eine gemeinsame Zukunft sich zu Wort melden. Ich habe tatsächlich seit 30 Jahren beschäftigt mich seit den Beginnzeiten mit dem Internet, habe Teile davon mit quasi bauen dürfen. Und seit genau 30 Jahren, seit dieses Internet angefangen hat, gibt es eine Kaste von Politikern, und zwar wenig Politikerinnen, darum verwendet tatsächlich diese Männlichkeitsformen, sind alte weiße Männer, die quasi ihr Leben damit verbringen, dieses Internet zu bremsen, das zu kontrollieren, das abzuhören, das einzufrieren, uns das wegzunehmen, sich Teile davon zu reservieren und ich hab's jetzt satt. Ich mag mich nicht mehr entschuldigen für meine Generation, dass sie euch das wegnehmen. Wenn man sich anschaut, wer diese Urheberrechtsreform vorantreibt und wer da dahinter steht, dann kommt man relativ schnell kriegt man da eine einfache Antwort. Das sind nicht Kulturschaffende. Das sind nicht die Künstlerinnen und Künstler. Das sind große Verwaltungsgesellschaften, große Medienunternehmen und große Verlage. Und warum? Weil genau die davon profitieren und nicht die Künstlerinnen und Künstler. Wenn der Artikel 11 in dieser Form umgesetzt wird, dann hat jemand ausgerechnet, ich weiß nicht, dass von den 100% Einnahmen, die Google kreieren würde durch die Lizenzvereinbarungen, 65% alleine an Axel Springer geht. 65% alleine an einen großen Medienkonzern. Da weiß man, woher der Wind weht und das können wir nicht zulassen. Internet ist nicht deppert. Ja! Aber 5,2 Millionen knapp haben heute bei Change.org zum Mittag, wie ich nachgeschaut habe, gesagt, aber ihr seid deppert, die dieses Gesetz auf den Weg bringen wollen. Ja Leute, die Demo ist jetzt vorbei. Selbst möchte ich auch kurz was sagen. Und zwar war ich echt positiv überrascht, wie viele Leute in Innsbruck da gekommen sind. Ich habe damit gerechnet, dass in München, Köln und so weiter viele Leute sein werden, aber nicht in Innsbruck. Es geht jetzt nach Schwarz, es fährt jetzt auch schon der Zug ein. Das war's dann für das heutige Video. Wenn es euch gefallen hat,
lasst mir einen Daumen nach oben hier oder abonniert mich da oben. Hiermit bin ich raus. Ciao.